wirst nicht verhungern, mein Vögelchen. Heute nicht, morgen nicht, noch lange nicht. Es wird so lange reichen, bis sie dich finden. Ich erfreue dich, mein Vögelchen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich bin spät dran. Ich, der noch nie zu spät gekommen bist, noch nie im Leben. Diesmal bin ich spät dran. Der Rabbi Moshe Haus hat mir gesagt, jetzt ist noch Zeit. Jetzt kannst du noch weg. Du musst dich entscheiden, die Transporte gehen. Den Weg nicht zu lange. Hervorragendes Material zu tun hat.
wollte sie fragen, wieso sie noch verdunkeln am Mundstück. Es wird doch keine Luftangriffe mehr geben. Woher hast du diesen Blödsinn? Wenn der Mundstück seine Fenster zugeklebt hat, dann wird es noch Luftangriffe geben. Der Mundstück weiß, warum er etwas macht. Deshalb frage ich ihn ja. Und du misch dich nicht ein. Ich frage Herrn Mundstück. Hör lieber auf, den Unsinn über die Konzentrationsgabe zu glauben. Wissen Sie, was ich im ausländischen Rundfunk gehört habe? Es darf nicht darüber gesprochen werden. Also, die Deutsche Armee, wie auch die Generäle haben gegen die Unmenschlichkeit der Lager protestiert. Die hätten endlich begriffen, dass die Lager menschenunwürdig und grausam sind. Und deswegen wird es keine Transporte und keine Umsiedlungen mehr geben. In welchem Sinn hast du das gehört? Um Himmels Willen, Herr Mundstock, verraten Sie mir, woher Sie diesen blühenden Unsinn hat. Im Gegenteil. Der Rabbi Moshe Raus, der immer auf dem Laufstuhl gehalten wird, hat gesagt, dass es immer mehr Transporte gibt, immer mehr Menschen weggebracht werden. Nur wegen sind nicht mit Fingerlos transportiert, sondern eleganten feinen Waren, hat er gesagt. Und dann soll es ausgezeichnete Unterkünfte geben. Die Deutschen wissen doch ganz genau, was für gute Arbeitskräfte nun sind. Doch bezahlen können die Deutschen auch gut. Es wird keine Transporte mehr geben. Ich hab's doch selbst gehört. Stimmt's, dass alle Deutschen über Nacht umgebracht werden sollen? Ja, du mein lieber Herrgott, von wem hast du bloß das schon wieder? Wieso sofort vom Fenster weg, du wirst dich erhechten. Herr Mundstück, Sie haben mir noch immer nicht geantwortet. Sagen Sie mir doch, was die Wahrheit ist. Wie kann Herr Mundstück hier auf seinen Unsinn antworten? Beruhigen Sie sich, alles wird sich zum Guten wenden. Na, was sagst du denn? Ich hab's ja gesagt. Und du redest hier von Transporten. Sogar die, die noch in den Lagern sind, werden wieder entlassen. Hast du nicht verstanden, was Herr Mundstück meint? Willst du es nicht begreifen, oder was ist los mit dir? Die Juden werden zur Arbeit geholt werden, aber es wird ihnen nichts passieren. Schrei nicht so laut, willst du, dass das ganze Haus hört? Gemacht, Onkel Mundstock. Die reden alle ein schreckliches Zeug zusammen. Weißt du, wenn es so weit ist, werde ich sie bei den Deutschen beschützen. Wir werden es wehren, wenn die Deutschen kommen. Wir werden sie alle umbringen. Fast das ganze Haus muss sich im Hof versammeln. Onkel Stern und die Töchter von Weiß ahnen nicht, was sie erwartet. Schizek liest wie immer seine Zeitung. Herr Professor Fuchs bringt sicher seinen riesengroßen Schwanzlederkoffer mit dem er in Abadzieher war. Das geht ins Lager. Mit diesem Koffer kommt er keine 100 Meter ran. Bestimmt hat er auch Lebensmittel eingepackt. Musste er denn das Brot ganz nach unten legen? Thank you.
Wir müssen die Koffer mal mit der einen, mal mit der anderen Hand tragen. Also ist immer nur eine Hand belastet. Die andere kann sich ausruhen. Das Gewicht des Koffers darf deswegen die Hälfte des Körpergewichts nicht übersteigen. Es gibt eine Regel. Wenn man die ganze Wegstrecke kennt, sagen wir zum Beispiel 100 Meter, ist es am besten, nach jeweils 10 Schritten den Koffer in die andere Hand zu nehmen. Wenn man aber nur 50 Meter vor sich hat, kann man das auch schon nach 5 Metern tun. Weiß man nun aber nicht, wie lang der Weg sein wird, wechselt man am besten alle 10 Schritte, damit die überanstrengte Hand wieder zur Ruhe kommt und sich erholen kann. Die innere Hand sollte auf keinen Fall untätig bleiben, nur nicht hängen lassen. Man muss sie schütteln aus dem Handgelenk und man muss die einzelnen Finger bewegen. Durch das Schütteln der Hand und das Bewegen der Finger wird der Blutkreislauf angeregt und die Hand erholt sich dadurch schneller. Und immer schön bewegen, siehst du? So, Jaya, es ist sehr wichtig, wie der Koffer angefasst wird. Nicht einfach so über den Reifen. Pass auf, du musst den Koffergriff genau in deiner Hand haben. Siehst du's? Sonst werden deine Finger steif und müde. Bist du soweit? Also los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handwechsel. 1, 2, 3. Ich schütze meine freie Hand und bewege die Finger. 1, 2, 3. Handwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handwechsel. 1, 2, 3, 4. Ich habe auch ganz wunde Hände. Wir sind das Kofferschlitten noch nicht gewöhnt. Ich habe eben mein ganzes Leben lang nur Seile sortiert. Davon kriegt man keine Blasen an den Fingern. Das ist zwar kein gutes Seil, aber für irgendwas wird es ja wohl noch taugen. Willst du einen Tauzi machen? Ja, so ähnlich. Nur kämpfen wir nicht um den Sieg. Wir wollen den Schmerz besiegen. Fest in die Hand pressen, ganz fest. Es muss dir so fest durch die Hand laufen, dass deine Haut brennt, so fest. Also los. Noch fester, noch fester. Nicht nachlassen, Simon. Wir werden alle Schmerzen überstehen. Wir werden uns
von dem, was auf uns zukommt, nicht unterkriegen lassen. Die Zeit arbeitet für uns. Was leider kann ich ewig tun. Und so lange müssen wir eben durchhalten, mein Junge. Auf Anraten eines Freundes täglich ein wenig Gift eingenommen.
Sein Körper konnte sich so im Laufe der Zeit langsam an das Gift gewöhnen, bis es schließlich bei ihm nicht mehr wirkte. Und wenn Sie versucht hätten, ihn mit einem großen Messer umzubringen? Das Messer konnte ihm schon längst nichts mehr antun. Seine Muskeln hatten sich im Laufe der Zeit in Stahl verwandelt. Du hast da was Fabelhaftes erfunden. Ein Lappen kann jeder bei sich haben. Wir können leider nicht jedem unsere Methode demonstrieren. Aber wir werden so viele Lappen wie möglich mitnehmen und sie an unsere Mitreisenden verteilen. Wir sind vorbereitet. Wir fürchten uns nicht vor keiner noch so furchtbaren Heimsuchung. Der Körper wird uns auf dem langen Weg die Hände nicht mehr wund machen. Wir fürchten uns nicht mehr vor harter körperlicher Arbeit. Die Schläge machen uns auch nichts mehr aus. Unsere Körper werden vom Liegen auf einem Brett nicht steif. Sie widerstehen der Kälte und das Gift kann uns auch nichts mehr antun. Wir werden die Lappen unter den Mitreisenden verteilen und ihnen sagen, dass es sie retten wird. Wir haben nur noch ein paar Minuten, Seemann. Mundstock? Der Mensch. Theodor Mundstock.
7, 8, 9, 10. Haben wir gesagt, ich schüttle die freie Hand. 1, 2, 3. Bewege die Finger. Anwechsel. 1, 2, 3. Ich schüttle die freie Hand. 4, 5, 6. Anwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anwechsel. Ich habe nur eines vergessen. Wie lerne ich es, mich nicht zu widersetzen? Zellen, Marschieren, aushalten, leben. Man muss überleben, nicht widersetzen. Das habe ich dir nicht beigebracht, Simon.